Guten Tag, werte Gäste der Meersau-Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zum endlich nächsten Teil von Manga Correction. Einer, jetzt habe ich schon fast französisch ausgesprochen, Correction. Meinem Format, in dem ich euch meine Manga-Sammlung zeige, weil viele Leute mich im Laufe der letzten 4 Jahre darauf angeschrieben haben. Und ich habe mir gesagt, okay, ich habe zwar schon viele Versuche gestartet, meine Manga-Sammlung schon mal komplett, bis zu diesem Zeitpunkt natürlich, weil dafür ist dann Manga Kolle Plus zuständig, dass dann natürlich neue Sachen dazukommen und die sind dann dort zu finden. Aber so die aktuelle Lage mal zu dokumentieren, da beginnen wir hier. Im ersten Part, man könnte auch fast sagen in Part 0, ging es rein um japanische Manga. Das heißt schlicht und ergreifend Manga, die auf Japanisch sind, die aus Japan stammen, also beziehungsweise dort halt importiert wurden. Und Doujinshi. Also wenn euch das interessiert und ebenfalls fasziniert, dann guckt gerne in den Teil davor rein. Ich habe sehr viel Zeug um mich rum liegen und das ist erst ein Vitrinenregal voll. Das heißt, es wird noch sehr, sehr viele Parts geben. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt alles ein Part wird. Wir werden sehen. Okay, passt auf, folgendes. Ich werde mich kurz halten. Ich weiß. Aber ich werde es wirklich sehr, sehr stark versuchen. Ich werde auf jeden Fall sehr darauf achten. Und nicht erwarten, dass da jetzt irgendwelche Reviews kommen oder Kurzreviews oder sowas zu jedem einzelnen Band. Ich werde vielleicht kurz was sagen, aber euch dann die Cover ins Gesicht schmeißen und dann reiten wir weiter sozusagen. Ich muss noch ein bisschen. So, hier, das stelle ich ab. Hier werde ich dann die restlichen Mangas hinstellen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Es ist komplett wirr. Also es hat keine Logik oder sowas. Ich habe mal eine Zeit lang, weil das war auch eine schöne, mal irgendwann eine Frage. Ich habe irgendwann mal angefangen, das nach Genre zu sortieren. Sprich, ne? Fighting Shonen, Shoujo Romance, Shoujo Fantasy, Szenen, Crime und Oldschool Nostalgie. Sag es mir. Manga aus, keine Ahnung, Anno dazu mal, wie Osamu Tezuka oder so Werke. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, fuck, das wird nix. Oh, sorry, ich nehme das auf, es ist noch sehr früh. Irgendwie wird das nix. Und dann ist mir aufgefallen, weißt du was, wenn hier jetzt neue Manga dazu kommen, wird es irgendwann schwierig. Und dann habe ich es gelassen. Und deswegen ist alles ein bisschen wirr. Manche Sachen sind auch ein bisschen logisch für mich. Und manche Sachen eher aus Platzgründen so. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar mit, ich muss so rumdrehen. Mit einem Manga von Kenichi Sonoda. Den kann man auf jeden Fall kennen. Und der hat den Manga Exaction, The Canon God, gezeichnet. Man sieht auch hier den klassischen Kenichi Sonoda Artstyle. Ne, wer Sonoda nicht kennt, also es ist der gleiche Künstler hinter Dings hier. Wie heißt es nochmal? Gunsmith Cats. So. Das ist mir kurz entfallen. Und da hat hier Egmont damals, Feest Manga, guck mal hier. Das ist noch was recht Altes. Hat es hier rausgebracht. Aber es war nicht komplett, ne? Genau, irgendwann war es nicht mehr Feast, sondern es war Egmont. Und zwar Adult. Das war dann die Variante. Könnt ihr das wirklich glauben, dass Egmont mal wirklich sowas wie Manga für Erwachsene rausgebracht hat? Es war einfach eine andere Zeit, ne? Es war einfach irgendwie gefühlt eine andere Zeit. Nicht, dass das Egmont hier und da nicht auch noch macht, aber dieses schon Fokussieren auf wesentlich jüngere Käuferschaften,
Das ist schon, das fällt einem dann schon auf, wenn man sowas dann hier in Händen hält. Na, natürlich hat es den klassischen Manga-Art-Style, aber trotzdem, es fällt einem dann doch so ein bisschen auf, ne? Aber natürlich coole Cover. Jeder, der es kennt, weiß, was Sache ist. Hier bin ich mir nie ganz sicher. Also, weil ich habe mich jetzt nicht im Vornherein damit auseinandergesetzt. Oh, das hinten werde ich jetzt mal nicht zeigen, aus YouTube-Gründen offensichtlich. Oh, da muss ich aufpassen. Genau, und das hier ist der siebte Band. Der siebte Band. Ist es aber auch der letzte? Ich weiß es nicht. Denn ich habe mal eine Zeit lang überlegt oder mich gefragt, hier war irgendwas. Gab es noch einen achten und Egmont hat den nicht mehr rausgebracht? Oder war der siebte einfach nur selten? Ich weiß es nicht mehr. Das müsste ich jetzt nachgucken. Kann ich jetzt nicht. Werde ich jetzt auch nicht. So, weiter geht's. Dann machen wir dann easy going. Sind wir im englischsprachigen Bereich bei Seven Seas und dann haben wir Tokyo Undead, die Complete Edition. Ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, nie eine andere. Zumindest auf Englisch nicht. Und das hier ist von Shigeo Nakayama und dem Künstler dahinter, Tsukasa Saimura, der ein anderes Werk gezeichnet hat. Da kommen wir auch gleich demnächst irgendwann diesen Part auf jeden Fall noch dazu. Und das ist eine Ansammlung an Zombie-Geschichten, die einen kleinen roten Faden haben und mehr oder minder so ein kleines, wie nennt man das? Das Gegenteil von Mikro, genau, so ein kleines Mikro-Universum in so einer Zombie-Apokalypse darstellen, ne? Unterschiedliche Leute, Protagonisten, die irgendwie durch diese Zombie-Apokalypse müssen, habe ich auch schon eine Review auf diesem Kanal mal gemacht. Eine Review, die habe ich ebenfalls schon gemacht und die ist noch gar nicht so lange her, ist ebenfalls mit Tsukasa Saimura, auch wenn er das nicht gezeichnet hat, sondern da tatsächlich ein anderer Mangaka dahinter steckt, und zwar Kozo Takahashi. Und zwar Crueler Than Dead. Also er hat da schon mitgezeichnet, weil ich habe auch schon gesehen auf seinem Twitter-Account, dass er da mitgezeichnet hat. Also er hat unterstützend gewirkt oder er war mal irgendwie Assistent auf jeden Fall von dem oder sowas. Und ja, Crueler Than Dead ist in zwei Bänden abgeschlossen, auf Englisch A Blaze Manga. Die machen recht wenig Manga. Also es gibt Blaze Comics und die haben ab und zu so diesen kleinen Part, wo sie mal Manga machen. Auch eine Zombie-Apokalypsen-Geschichte. Eine andere natürlich. Auch eine sehr gute, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich habe eine Review dazu gemacht. Ups. So, ist man gar nicht gewöhnt von mir, dass ich so durchrushe, gell? Aber ich, wie gesagt, es muss. Es geht nicht anders. Ah, sonst sitzen wir hier 100 Jahre. Und das wirklich, ich würde gern über alles im Detail reden. Ihr kennt mich. Aber dem ist jetzt einfach mal nicht der Fall. Ach so, ach scheiße, ich muss es ja so machen. Okay. So, dann von ehemalig, also Crunchyroll, ehemalig Kase noch. Ich weiß gar nicht, ob Crunchyroll das aktuell noch rausbringt und mit dem neuen Logo oder sowas. Aber da haben wir einen Manga, das ist eine Adaption einer Light Novel und dessen Anime. Jetzt kommt's, ne? Der kam recht gut bei vielen an, und zwar hört er auf den Namen Chivalry of a Failed Knight. Also gerade auch der Manga, der kommt in sehr vielen Sammlungen vor, weil Leute da diese Romance zwischen den Charakteren ganz toll finden. Ihr werdet vielleicht eine Sache gleich sehen, wenn ich euch so die Cover ins Gesicht drücke. Also kreativ sind die Cover jetzt nicht. Das muss man. Also ich verstehe natürlich, dass diese rothaarige Dame, ich habe es noch grob im Kopf, dass die natürlich ein wichtiger Charakter ist, sicherlich. Also das Zugpferd sozusagen. Aber come on, ne? Also okay. We get it, okay? We get it. Sind die größer geworden? Nee, okay. Es ist nur, es ist, upsala. Die Schattierung gibt dem Ganzen ein bisschen mehr. Juhu. So, genau, und davon alle 11 Bände in meinem Besitz. Ich habe die ersten paar Bände gelesen.
und fand die gut und deswegen habe ich gesagt, will ich auf jeden Fall eine Sammlung haben, damit ich das irgendwann mal, wenn ich in die Stimmung komme, lesen kann. So mache ich das meist oder so handhabe ich das immer, weil ich ein bisschen, also ich vertraue halt Verlegen nicht mehr. Was das Nachdrucken angeht, ich vertraue auch, und ich habe auch keinen Bock auf diese ganzen Psychopathen auf eBay oder so mit ihren immensen Sammlerwerten oder Pseudo-Sammlerwerten, weil manche Sachen sind einfach mehr. Also mittlerweile ist der Punkt, haben wir den Punkt erreicht, wo mir die Leute nicht mehr kommen können mit, oh, Sammlerwert. Es geht einfach nur darum, oh, da entdecken Leute oder kriegen Leute mit, oh, Manga kann man für sehr viel Geld verkaufen. Und wenn ein Manga alt ist, dann heißt es automatisch, dass der super viel wert ist. Es stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Aber Leute kaufen und Leute machen halt den Fehler und kaufen halt trotzdem für einen Sack voll Geld diese Manga und unterstützen, ja, die Assis da. Muss ich nicht verstehen, werde ich auch nie, habe ich auch nicht vor. So. Aktuell bin ich ja in der Monster Hunter Phase, habt ihr vielleicht mitgekriegt oder beziehungsweise wieder. Es ist unglaublich, dieses Spiel. Monster Hunter Orage oder Orage, ich weiß nicht mal, was das eigentlich bedeutet, Orage. Orage? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Monster Hunter Orage, gezeichnet, ihr seht es vielleicht schon, oder man erkennt es vielleicht leicht. Den Arzt, ich denke, der ist ziemlich unvergleichlich. Interessant, weil am Anfang wurde er immer hart quasi ins Gericht gezogen, weil er immer so, also gerade so Groove Adventure Rave von Mashima, ne, hatte starke One Piece Vibes auch oft. Und das hat er sich immer anhören müssen. Aber mittlerweile, wenn man so, hat er so viele Manga gemacht, dass wenn man es sieht, denkt man sich, ja, also kann man immer noch teilweise, wenn man so reinguckt, kann man immer noch manchmal so, also ich meine. Also, es hat schon immer mal wieder so Momente, wo ich mir sage, okay, irgendwie habe ich manche Momente und Charakter hier auf jeden Fall schon mal gesehen und so. Aber das ist ein guter, das ist wirklich ein guter Manga. Das ist ein guter Monster Hunter Manga tatsächlich, ne? Also hier Mashima Fairy Tail Mangaka, der macht natürlich tolle, also oder schöne Abenteuergeschichten, die jetzt nicht meistens zu deep sind, aber ja, das ist halt cool, ne? Und hier sind alle vier Bände. Ich glaube, der vierte ist ein bisschen seltener geworden oder ich glaube sogar der dritte und vierte. Ich habe es meinem Kollegen Simon mal geschenkt, wo wir in der Monster Hunter Phase ist. Und er hat es bis heute noch nicht gelesen. Ja. Nee, ich glaube, ich habe ihm sogar die seltenen Bände, aber nee, Quatsch, die ersten zwei Bände, genau. Und die anderen kann er jetzt nicht mehr bekommen, weil die so selten waren. Irgendwie sowas war es. Ja, das ist halt. Das ist der Klassiker, ne? Das ist der Klassiker. Ihr kennt das alles, wenn ihr irgendjemand mal einen Manga empfiehlt oder eben sogar kauft. Nur, dass die Person das dann einfach nie liest. Das ist großartig. Das sind die Momente. Ah! Aber die kenne ich halt leider auch von mir. Gerade was Videospiele angeht. Natürlich, wenn ich Geburtstag habe oder so, da heißt immer, oh, wünsch dir irgendwas. Und dann, ich habe mir, oh Gott, vor, sind es jetzt schon 2 Jahre her oder letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, letztes Jahr auf keinen Fall. Wenn dann vorletztes Jahr. Habe ich mir den neuen Splatoon-Teil gewünscht, weil ich Bock drauf habe. Und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass es DLCs gibt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn alle DLCs draußen sind, dann werde ich erst Splatoon 3 spielen. Und ja, bis heute nicht passiert. Eines Tages kommt's. Und das ist im Grunde das Gleiche. So. Und das ist was anderes. Das ist, glaube ich, wirklich selten geworden, tatsächlich, leider. Das ist von Carlsen. Carlsen hat nämlich noch neben Monster Hunter Orange, haben die jetzt auch Monster Hunter Flash Hunter rausgebracht. Ja. Und den möchte ich auf jeden Fall demnächst lesen, weil zu Orange hatte ich schon eine Review auf dem Kanal, aber zu Flash Hunter noch nicht. Und da werde ich gleich, nicht gleich, da werde ich euch mal auf jeden Fall mal ein bisschen was draus zitieren, wenn es soweit ist. Weil ich habe schon halt wieder, halt, ich finde, oh Gott, das ist furchtbares Viech. Der gute Kirin. Also, ne, cooles Vieh, aber anstrengend.
Das sind halt so Momente, wo man dann sagt, oh, das ist so cool. Es sind auch natürlich manche drauf, die man nicht kennt, aber hier Nagakuga kennt man zum Beispiel auch mittlerweile sehr stark durch die neueren Teile auch. Also man kennt viele, Lagiacrus kennt man jetzt zum Beispiel nicht, aber es sind so Sachen, wo ich mir sage, oh, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ne? Lagiacrus in einer Manga-Form zu sehen oder so, schon geil. Guck mal, hier ein Rathalos. Gut, das ist jetzt halt, wie gesagt, das ist halt für Monster Hunter-Fans. Aber ich würde halt auch sagen, oh, sogar Uragan, okay. Aber ich würde halt sagen, das ist nicht zwangsweise nur für Monster Hunter-Fans. Sind 10 Bänden abgeschlossen, wie man sieht. Sondern, ach, warte mal. Nee, das ist, wollte gerade sagen, das ist aus World, aber nee, ist es nicht. Das ist ein anderes Vieh. Es ist halt legit, also das, was ich gelesen habe, war halt auch ein guter, einfach Abenteuermanga. Da muss man nicht groß irgendwie Monster Hunter-Fan sein. Da geht es einfach nur darum, Leute treffen sich zusammen und gehen auf Reisen und dann kommen Monster dazwischen und die werden geplättet. Und aus den Monstern werden neue Waffen gemacht, krassere Waffen, damit die nächsten Monster ein bisschen einfacher gehen. Ganz einfach. That's the plot. Nein, da gibt es noch natürlich einen anderen Plot dazu, aber in einer Nussschale sozusagen. So. Weiter geht's. So. Und zwar haben wir hier etwas Interessantes. Und zwar, das ist jetzt gezeichnet von Masaiku, der Manga. Der basiert auf einer Videospielreihe namens Sakura Wars. Und die Zeichnungen sind aber nicht von ihm, also direkt, also die Zeichnungen im Manga schon. Aber das Character Design nicht, denn das ist nämlich, man erkennt das vielleicht, ja, vielleicht hier gar nicht. Ja, bei ein paar Sachen erkennt man es so leicht. Sakura Wars allgemein hat aber auch das Character Design von Kosuke Fujijima. By the way, nicht nur Sakura Wars hat das Character Design von Kosuke Fujijima, sondern auch die Tales of Reihe. Zumindest die älteren. Beziehungsweise die, ich weiß gar nicht, ob die aktuellen so sind, aber die davor auf jeden Fall. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und Sakura Wars ist so ein Mecha Romance? Manchmal, hier und da? Keine Ahnung. Romance, was auch immer, Spiel, wo man so top-down irgendwie so ein bisschen wie Fire Emblem quasi, ne? So dieses rundenbasierende Blablabla. Und es hat natürlich noch ein bisschen mehr inne, weil Sakura Wars ist bekannt. Und ja, die schlüpfen dann in so kleine Mechs und dann geht's ab. So, der Manga, der kam bei Egmont raus. Und zwar bei Egmont Adult schon wieder. Interessant. Wusste ich gar nicht. Habe ich noch nicht gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass ich es nicht gelesen habe. Jo, oh Gott. Oh, warte mal. Müssen wir jetzt ein bisschen anders machen? So. So, eine Sache. Das war ein jetzt erst recht Kauf. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und zwar Kaizen, kennt ihr vielleicht. Anituber. Der kauft sich ab und zu so Manga. Und hat mal so die ersten zwei Bände von einem Manga namens Sexy Puzzle gekauft. Bei Kaze kam der raus. War einer der ersten Kaze-Manga, glaube ich. Wenn mich nicht alles komplett täuscht. Das ist einer der ersten Kaze-Manga. Und der hat gesagt, das ist voll langweilig. Er versteht nicht, warum das so viele Bände hat und blablabla. Also er mochte das halt überhaupt nicht, was absolut legitim ist. Aber zum einen ist es sehr oldschoolig, wie ihr seht, vom Artstyle und von der Herangehensweise. Es ist ein Rom-Com und es sieht einfach schon charmant aus. Und ich werde es aber noch, ich habe aber gesagt, ich lese es noch nicht, denn ich möchte nämlich ein Werk von dem Mangaka zuvor noch lesen. Denn der ist nämlich, also Katsuro Inoue ist nämlich der gleiche Mangaka hinter Midori Days oder Midori no Hibi. Und da habe ich sehr, sehr gute Erinnerungen an den Anime damals. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das war so ein Dude, der macht eines Morgens auf und seine Freundin, beziehungsweise potenzielle Freundin, ist seine rechte Hand geworden. So in Miniaturform. Anstelle seiner rechten Hand hat er halt eben dieses Mädel da dran und er versucht irgendwie den Alltag hinter sich zu bringen, ohne dass es auffällt oder ohne dass die Leute es mitbekommen. Genau. Und keiner weiß, warum das so ist. Und darum geht es in Midori no Hibi. Ich weiß nicht, wo, keine Ahnung, worum es in Sexy Puzzle geht, außer dass ich beeindruckt bin, dass wir jetzt schon bei 10 Bänden sind. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben hier noch den 11. Band und wir haben den letzten und 12. Band. Also es ging tatsächlich sogar länger als Midori no Hibi, was ich interessant finde. Und ja, ich habe mir dann gesagt, wenn ich Midori no Hibi durch habe, dann kann ich mich irgendwann mal auch an Sexy Puzzle machen, weil ich, ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, dann lese ich das gerne so in einer gewissen Reihenfolge. Also ich lese gerne ältere Sachen von einem Mangaka, bevor ich die neueren von dem Mangaka lese. Macht das Sinn? Ja gut, was heißt Sinn? Manche sehen das halt so, manche nicht. Aber ich mag sowas ganz gerne, das so zu machen. So. Okay, Gott. Ich hatte mal ein kurzes Format auf dem Kanal. Das hörte auf den Namen Einzelhaft. Da habe ich versucht, ein bisschen wie heute mit One Piece in Stückchen oder wie unsere Manga-Montag-Session, so Band für Band durchzunehmen. Also habe es eine Zeit lang gemacht und habe dann aber die Lust verloren daran, weil das sich das bei vielen Manga sehr gezwungen anfühlte, da jetzt irgendwas sagen zu müssen. Und das irritiert mich jetzt ein bisschen. Irgendwo hängt das Ding rum. Da muss ich noch mal schauen, wo ich das jetzt habe. Scheinbar fehlt mir hier ein Band, aber ich weiß, dass ich den erst neulich gesehen habe. 100%. Deswegen ist das jetzt mal kein Problem. Aber jetzt kann ich euch den ersten Band nicht zeigen. Es kann auch sein, dass ich ihn ausgeliehen habe. Weißt du was? Das ist auch gut möglich. Egal. Auf jeden Fall von Panini diesmal sind wir bei Panini im deutschen Bereich wieder. Also noch. Und zwar My Ball. Super, Fußball ist sexy von Sora Inoue. Sora Inoue hat schon mal einen Manga bei Panini rausgebracht. Oder nee, war es nicht. Nee, halt, war nicht bei Panini, ne? Es war sogar bei Egmont damals wieder, genau. Und, ja, das ist halt ein Ecchi-Mangaka, ne? Und das hier ist ein Comedy-Ecchi-Manga in Kombination mit Fußball. Jetzt mag ich Fußball nicht besonders, aber der Manga ist echt lustig. Der hat mich sehr gut unterhalten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gelesen habe. Trotz der Fußball-Thematik, weil eben es halt um ein paar hübsche Damen geht. Und es ist alles ein bisschen absurd, sag ich mal, ne? Die eine hat zum Beispiel, also die eine Main-Dame, also wenn man das so sagen kann, zumindest am Anfang, die hat halt so Tagesträume, so ein bisschen sexueller Natur oder so. Und dadurch driftet die ab und zu mal in so Gedankenwelten ab, die nicht so ganz realistisch sind. Und ja, das ist ein spaßiger Fußballmanga, wo eigentlich viele Leute sagen, ey, ey, der ist echt gut, der ist super, den sollte man gelesen haben. Hat sich leider absolut katastrophal verkauft. Also bis auf eben halt die Leute, die darauf schwören, hat das keinen interessiert. Beziehungsweise, ja, also nicht so viele, wie es sein sollten. Und deswegen hat dann Panini irgendwann mal gesagt, hey, wir hauen jetzt den 12. Band hier ein bisschen dicker raus. Und dann hauen wir den 13. Band nochmal dicker raus. Und das ist dann unser letzter Versuch. Und danach werden wir das Ganze nicht mehr raushauen. So, genau, weil hier steht nämlich auch, enthält drei Originalbände. Hier sind drei Bände drin. Das ist der letzte Band. Ja. Hat sich nicht so gut verkauft. Immer wenn Unternehmen sowas machen, dann weißt du ungefähr, gerade Deutsche, dann weißt du, die wollen das jetzt einfach nur fertig haben. Und dann ist die Lizenz weg wahrscheinlich. Und dann müssen sie es nicht mehr zahlen. Das ist natürlich für viele Verlage von Vorteil. Schade, aber es ist ein lustiger Manga.
Und das kann ich halt sagen, obwohl ich kein wirklich großer Fußballfan bin. Um nicht zu sagen, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Ich kann damit nichts anfangen. Aber wenn du ein paar Damen- und Edgy-Elemente reinwirfst, dann kannst du mir gefühlt jeden Sport geben, weil das ist dann zumindest für eine kurze Weile unterhaltsam. Finde ich den Sport dadurch krass? Nee, immer noch nicht. Aber wie gesagt, manchmal ist es auch einfach nur Unterhaltung und manchmal muss es auch nicht unbedingt irgendwas sein, was man jetzt zwangsweise liebt. So, dann bleiben wir bei Panini und gehen da hin. Das ist nämlich auch so ein Manga, den habe ich einfach mal, den habe ich recht günstig mal bekommen und habe gesagt, den nehme ich jetzt einfach mal mit und irgendwann schaue ich da mal rein. Der heißt Pochi und Kuro. Und das ist ein, in erster Linie glaube ich, ist ein, also ist scheinbar ein Mystery-Action-Manga. Ob, inwiefern das stimmt, das sieht oftmals auch eher so nach Comedy aus auch. Aber ich habe da noch nicht reingeguckt, tatsächlich. Ich meine, allein wenn ich das sehe, okay, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Aber mit 4 Bänden ist es auf jeden Fall ein Manga, den man wahrscheinlich irgendwann mal tun kann. Und deswegen habe ich ihn hier. Ich denke auch immer oft so an Maison Manga direkt, weil oftmals ist so der Moment, oder die Puste raus und ich denke mir, was lese ich denn als nächstes? Und dann sehe ich da so 4 Bände und denke mir, oh ja, ich glaube, das kriege ich jetzt hin. So, das könnte ich jetzt verkraften, das wäre vielleicht eine gute Idee. Das habe ich schon, also genau auch One-Shots, also so Bände, die in einem Band abgeschlossen sind oder so, die helfen mir und dem Kanal enorm. So. Dann geht es weiter mit, beziehungsweise, warte mal, ich muss kurz den Stapel hier, den mal irgendwo hinstellen, warte mal. Bis dieser erste Band wieder auftaucht, weil das wäre sonst ein bisschen blöde. Sonst finde ich das ja nicht mehr. So, dann haben wir, gucken wir auf die Uhr, okay, halbe Stunde, cool. Dann haben wir von Carlsen Venus versus Virus. Venus versus Virus. Was ein Name. Venus versus Virus? Venus versus Virus. Viren im Anmarsch. Ja, also es ist halt immer so eine Sache, ne? Von Viren habe ich eigentlich so die letzten Jahre erstmal genug. Vielleicht ist es in Manga-Form ganz nett. Ist auch so ein Manga gewesen, den habe ich eher günstig bekommen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mir den Manga in erster Linie geholt, weil der Mangaka die Mangaka Atsushi Suzumi hat irgendwas gemacht, was ich gut fand. Ich komme aber nicht mehr drauf, ehrlich gesagt. Aber irgendwas, was ich ganz nice fand, hat der die Mangaka gemacht. Und daraufhin habe ich gedacht, und habe ich gesehen, oh, im Deutschen haben wir das und das. Ja gut, dann hole ich mir das mal. Das ist the reason. So. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Eine Sache, oh ja. Und zwar haben wir hier von Tokyo Pop mit dem diesen grandiosen Cover, die ich immer wieder wunderschön finde. Also falls ihr vergessen habt, wer Solanin gezeichnet hat, da steht tausendmal Inyo Asano auf dem Cover. Und man hat immer dieses eine Manga-Panel hier. Man kann es Kunst nennen, man kann es interessant finden oder auch einfach nur unglaublich langweilig, weil es fast, wisst ihr, was das für ein Style ist? So sehen gefühlt Studienbücher aus. Also, ne, so die ganzen Bücher, wo man irgendwas draus lernt, haben immer so sehr wenig, dann hier ein so ein Strich. Das fühlt sich eher an wie so ein Lehrbuch oder sowas und nicht wie ein Manga. Naja, aber Solanin ist ein toller Manga. Inyo Asano ist natürlich toll, keine Frage. Und den haben wir hier bei Tokyo Pop rausgebracht. Ups, so rum. So. Und jetzt gibt es noch was Besonderes. Das hat, glaube ich, nicht jeder. Und zwar
Es gab 2018 die TCAF. Das ist irgendeine Convention. Und Wiz Media hat da ein Panel gemacht mit Inyo Asano. Und der hat nur für dieses Panel, weil im englischsprachigen Bereich sehr, 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 sehr viele Fans sind, hat der ein Sequel, Mini-Sequel, oder ein Epilog, besser gesagt, von Solanin gezeichnet und den konnte man dort erwerben. Und fragt mich nicht mehr, doch, ich glaube, online konnte man den auch kaufen, genau. Und ich habe den online gekauft und genau. Und das ist der Epilog. Und den werde ich aber erst lesen, wenn ich eines Tages nochmal Solanin lese, dann eine Review zu machen, weil ich habe da damals das gelesen, keine Review draus gemacht. Eines Tages werde ich das nochmal machen und dann haue ich den Kontext mit dem Epilog ebenfalls mit rein. So, das ist zumindest der Plan. Aber dieser Epilog, ich weiß nicht, wie viel der theoretisch mittlerweile wert ist, aber wie gesagt, den gab es nur 2018 und nur auf dieser Convention und nicht mal in Japan. Das ist schon krass eigentlich, ne? Das zeigt, wie viele Fans da draußen einfach im englischsprachigen Bereich sind. Das ist schon beeindruckend. Da hat dann Wiz Media so... Also das ist schon krass, ne? Also ich bin immer wieder so begeistert davon, weil es heißt immer so, ah, mit den Japanern kann man nicht reden und das ist schwierig und bababa. Und dann schaffen die es, Inyo Asano und die Publisher in Japan dazu zu bringen, nur auf einer Convention einen extra Manga als Epilog rauszubringen, der nur dort verkauft wird. What? Also, es passt manchmal nicht so ganz rein irgendwie. Oder man hat einfach das Gefühl, dass manche Verlage mehr talentierte Leute haben, die besser mit den Japanern scheinbar kommunizieren können als andere. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht, aber es ist seltsam. So, dann haben wir von Bunjuro Nakayama und Bo Ditama, das ist ganz schräge Namen, Mahoro Matic, Automatic Maiden. Das ist ein Manga, bei dem war ich schon recht lange hinterher, sag ich mal. Und Leute, die so in meinem Alter sind oder so, die haben da auf jeden Fall gewisse nostalgische Gefühle. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe den Anime nie geguckt. Aber ich habe irgendwann halt mitgekriegt, oh, das basiert auf einem Manga. Ja, dann. Ja. Ist ein Robotermädel, die als Dienstmädchen, also als Maid, bei einem Jungen arbeitet. Oder für einen Jungen. Und alles geht mit den gewohnten Comedy-Rom-Com-Wahnsinn. Also da passieren ein paar absurde Dinge und dieses Robotermädel ist halt tatsächlich auch noch ziemlich krass. Und ab und zu gibt es ein paar seltsame Kämpfe. Also ist halt eine klassische Rom-Com mit überzeichneten süßen Mädels und anderen Charakteren. Ich finde die Cover auch eigentlich recht hübsch, ne? Also die sind simpel, aber ganz schön, ganz hübsch. Und die haben diese Glänzfolie ab und zu bei manchen Sachen. Oh, ja. Also bei manchen nicht. Kann auch sein, dass das so ein Erstauflagending ist und manchmal manche Sachen hier nicht in der Erstauflage sind. Das kann sein. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um diese Bände hier zu finden. Und mit 8 Bänden ist der Manga dann auch abgeschlossen. Ja, das ist so eine Nostalgiebombe, die werde ich mir irgendwann mal geben, wenn ich richtig Bock einfach habe, zu hart zu nostalgieren. Weil ich glaube, der Manga, oder ich bin mir hundertprozentig sicher, dass dieser Manga mir gefallen wird. Weil der mich an eine sehr nostalgische Zeit erinnert, weil der ein sehr klassisches Anfang 2000er Artstyle so hat. Das ist einfach, und wahrscheinlich die Art, die Witze zu transportieren und die Art, wie die Geschichten aufgebaut sind. Das sind alles so Sachen, die mag ich einfach. So, dann wollte ich eigentlich genau, das wollte ich letztes Jahr, glaube ich, in der Hollywood Halloween-Zeit machen. Und dann habe ich es nicht hingekriegt.
vielleicht dieses Jahr. Und zwar ein Manga von Tomo Kitaoka. Und zwar, das ist eine Zombie-Apokalypse aus der Sicht einer Katze, was ich auch ganz geil finde. Und das heißt The Walking Cat. Das ist einfach nur ein geiler Name. Das ist einfach nur ein geiler Name. The Walking Cat. Das sind drei Bände in einem Volume. Das ist englischsprachig und von Seven Seas. By the way, Seven Seas, toller englischer Verlag. Macht zwar wahnsinnig viel Isekai und wahnsinnig viel random Zeug, aber manchmal hauen die dann sowas raus und du denkst dir einfach nur so, okay, das ist echt cool. Wow. Die schaffen es halt, diese geile Balance hinzukriegen, dass sie dann halt sagen, ja, wir verkaufen wahnsinnig viel nur nach 15 Gramm an die Leute, die das einfach fressen und da massig Geld hinwerfen. Und dadurch, dass wir da so viel Geld hinwerfen, können wir uns das halt leisten, mal riskantere Titel oder speziellere Titel auf den Markt werfen, wie zum Beispiel auch diese Classic Collection. Da werden wir auch noch zu kommen. So alte Manga, die da damals eine Zeit lang rausgehauen haben. Momentan ist da ein bisschen still, aber das heißt nichts, weil es kann sein, dass das irgendwann einfach wieder auftaucht, weil die genug Geld angesammelt haben, wo sie sagen, okay, jetzt können wir wieder was riskieren. Und das finde ich halt. Das ist richtig nice. Der Anime, der auf diesem Original-Manga basiert, der ist bei vielen recht beliebt. Und den gibt es auch, glaube ich, mittlerweile auf Deutsch. Aber ich habe den damals eben halt schon sehr, 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 sehr früh natürlich im englischsprachigen Bereich gekauft bei Yen Press. Und zwar Girls Last Tour. Das ist ein Slice of Life. Postapokalypsen-Manga mit zwei Mädels, die ja, durch die Postapokalypse mit ihrem Kettenkrat fahren und ja, ein bisschen sinnieren und überlegen, was diese Welt da eigentlich ist. Und man kriegt so ein paar Geschichten mit von Überlebenden und was weiß ich. Und es romantisiert auch so ein bisschen so eine Postapokalypse, weil alles so ruhig ist und frei von Krieg, obwohl es wahrscheinlich ursprünglich mal der Grund vielleicht war für das Ganze. Und das ist eine sehr interessante Herangehensweise. Das ist aber definitiv nichts, was man jetzt so durchbinscht. Das ist etwas, was man sich langsam und gemächlich gibt. Und deswegen bin ich da auch noch lange nicht mit fertig. Aber ich finde ihn grundfantastisch. Es ist eine sehr, sehr schöne, interessante und ein bisschen mysteriöse Herangehensweise an so eine Postapokalypse. Ja, und wie gesagt, der Anime, der kam ja auch recht gut an. So, dann Anime, der jetzt nicht gut, also nicht so krass ankam, aber tatsächlich sogar auf einem Manga basiert, den ich hier habe. Ist ein kleiner Slice of Life, wie gesagt, Anime, der in dem Fall der Manga ist, aus den 90er. Warte mal, steht es da irgendwo? Nee, 2000er. 2000er, Anfang 2000er aber, ja. Und zwar hört dieser Manga auf den Namen, da habe ich auch eine Review schon zugemacht: Kokoro Library. Ist das nicht süß? Ist ein sehr süßer Slice of Life. Manga, der wie gesagt auch eine Anime-Adaption hat. Und es sind sehr süße Zeichnungen, aber in erster Linie ist es ein bisschen so Comedy-mäßig, aber auch Slice of Life eben halt. Und da geht es um die Mädels, die arbeiten in einer oder in der örtlichen Bibliothek. Da sind nicht mehr so viele Leute und nicht mehr so viele Leute wollen jetzt wirklich Bücher ausleihen und lesen. Aber es gibt da immer wieder welche, unter anderem ein Geist, der zum Beispiel in dieser Bibliothek haust und so weiter und so fort. Es ist, was es ist, aber das, was es ist, finde ich eigentlich recht gut. Ich habe den Manga irgendwie in mein Herz geschlossen. Das ist ein sehr schöner Manga von Egmont. Ja. Es ist immer wieder, wie gesagt, wenn Leute heute das Zeug kennen, was Egmont bringt. Und wenn ich dann diese Sachen sehe, dann denke ich mir so, also dieser Verlag hat auch gefühlt ein 180 gemacht. Also einfach gefühlt, es ist krass, es ist echt krass. So. Also ich meine, es ist normal. Natürlich bleibt nicht alles beim Alten.
Das würde wahrscheinlich auch von der Wirtschaft her nicht funktionieren. Aber als, also aus der Käufersicht oder aus meinem Alter ist es halt schade. Aber es ist halt unumgänglich. Aber es ist schade. Das darf man ja äußern, ne? Es ist ja keine Kritik direkt an den Verlag, weil ich weiß nicht, was da innen drin los ist. Sondern es ist einfach nur ich als Käufer finde es schade, dass wir mal sowas hatten. Und jetzt halt nicht mehr so, nicht mehr in dem Maße. Und das ist halt schade. So, dann etwas, ja, wo ich hab's gelesen, aber ich hab echt, das war so, ich wüsste nicht, was ich da tun soll, kann, zu. Ich kann nichts zu sagen, deswegen jetzt hier meine Mini-Review zu B-Cup Okawa und Pop Team Epic. Der Name, also das ist einfach, das ist absurde Comedy in Yonkoma-Form. Es ist wirklich gut, aber es ist, du musst den Humor mögen. Und das ist definitiv nicht für jedermann. Und es ist einfach bescheuert. Es ist einfach. Es ist bescheuert. Du kannst nicht anders sagen. Aber es ist jetzt. Also es ist sehr surreale Comedy. Du denkst, du checkst den Gag und da, also oder die Pointe, die gleich kommt und dann kommt was gänzlich anderes. Es gibt auch eine Anime-Adaption, die echt so Leute geliebt oder gehasst haben. Vertical Inc., also der Verlag, der damals noch existierte, oder gar nicht noch, so lange ist noch gar nicht her, aber gibt's halt nicht mehr. Der hat die ersten zwei Bände hier released. Und danach habe ich nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, ob es einen dritten Band gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe immerhin die ersten zwei auf Englisch hier. So. Dann etwas, wo ich schon Manga. Wie gesagt, das ist halt Comedy. Ne? Also, das ist halt einfach surreale Comedy. Ich finde die gut. Manche nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Soll ich Comedy-Aspekte aufzählen, was ich daran lustig finde? Ich finde den Humor da drin lustig, aber ich kann es jetzt nicht wirklich in eine Manga-Review packen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Deswegen, ja. Aber was ich in eine Manga-Review packen kann und auch getan habe auf dem Kanal, ist Kame, The Mirror and Other Tales von Rumiko Takahashi. Eine Kurzgeschichtensammlung von Rumiko Takahashi mit kleinen Horrorgeschichten, die ich zum Großteil echt gut fand. Ich war positiv überrascht und habe euch darüber berichtet. Also, falls ihr es sehen wollt, dann gebt doch einfach Kame the Mirror ein. Beziehungsweise, ne, mit C. Das ist. Also, Came könnte man auch sagen, aber es soll, glaube ich, Kame ausgesprochen werden. Egal. Rumiko Takahashi, ne, Ranma ½, Inuyasha, Urusei Yatsura und so weiter. Sollte man mal gehört haben von. So, dann haben wir hier. Ein Manga, da habe ich auch eine Review zu gemacht. Und zwar Scumbag Loser von Mikoto Yamaguchi und oder Gucci, ich glaube es T wird an. Egal. Dieser Manga hier ist halt in so einem fetten Band hier. Sind es vier Bände insgesamt? Könnten vier Bände sein, die da drin stecken. Also es scheint ein ordentlicher Wäscher. Und das hier sieht nach nichts aus. Ja, das sieht sehr weird aus und jetzt nicht wirklich nach. Also, es ist ein Horrormanga. Es ist ein Horrormanga und zwar ein richtig guter. Ein richtig, richtig guter. Ja. Da ist so ein Typ, so ein richtiges Opfer, ein Perverser noch dazu. Und der versucht irgendwie anzugeben und sagt, dass er eine Freundin hätte, weil er nicht sich, ne, weil er sich nicht die Blöße geben möchte. Und am nächsten Tag, er hat die sich ausgedacht, und am nächsten Tag ist die aber in der Schule und ist seine Freundin. Und das finden alle natürlich bizarr, weil die ja alle noch hübsch aussieht. Aber die denken sich dann, naja gut, hat er nicht gelogen, aber er weiß, dass er gelogen hat. Aber die auch noch genauso aussieht, wie er sie beschrieben hat. Naja. Und alles darauf ist dann, habe ich dann in der Review niedergeschrieben, beziehungsweise erwähnt. Das ist richtig gut. Also, das ist ein
Das ist einer dieser Horror-Manga, wo ich gesagt habe, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so ein spaßiger Horror-Manga drin steckt. So. Also das Cover, das irritiert wahnsinnig, dass da ist ein richtig geiles Monster-Design auch drin von dem Antagonisten sozusagen Wesen. Und allgemein, also so die Creepy-Momente sind so gut da drin. Also die haben mir richtig Spaß gemacht. Was mir auch erstaunlich viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass dieses gesamte Franchise nicht so wirklich mein Cup of Tea ist, hat mir aber aufgrund der Vampir-Thematik und wie sie bi ein bisschen mal anders dargestellt wurde, recht gut gefallen. Habe ich auch eine Review zu gemacht. Zu JoJo Bizarre Adventure Phantom Blood. Da habe ich die englische Fassung, weil ich fand die einfach cooler. Ich meine, ja, es ist ein Hardcover, ich mag das normalerweise nicht, aber die deutsche Fassung gab es auch noch nicht zu diesem Zeitpunkt, also noch lange nicht. Und ich dachte mir dann so, ach ja, komm, jetzt habe ich den ersten Band schon, jetzt kann ich mir auch die anderen, die fehlenden sozusagen, kann ich mir eigentlich auch gleich holen. Und ich fand wirklich diese ersten drei Bände, also diese Arc. Oder der erste Part sozusagen. Ich weiß nicht, wie. Ja, doch, da steht Part 1, genau. Fand ich eigentlich echt gut. Aber irgendwie. Ich hab irgendwie nicht so die Connections zum Character Design, also zu den Zeichnungen und so. Da bin ich echt so. Ja, das ist ein Hype-Ding und jeder liebt JoJo und so weiter, aber. Weiß nicht irgendwie. Aber Phantom Blood fand ich halt im Gegensatz zu vielen anderen enorm geil. Also das hat mir echt gut gefallen. Also das kann ich auch generell Leuten empfehlen, die so ein bisschen Bock auf Gore haben und ein paar richtig fiese Szenen. Hier da. Sieht auch wieder nicht danach aus, ist es aber. Da gibt es eine sehr, sehr fiese Szene mit einem Tier, wo ich gesagt habe, alter Schwede, sowas habe ich schon lange nicht mehr in irgendeiner Form gesehen. Und da erkennt man daran, wie alt dieser Manga ist. Aber ja, das hat mir eigentlich recht gut gefallen. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt muss ich mal kurz. Warte mal kurz. Test, Test. Okay, passt, 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 passt. So, wir machen weiter. Wir machen weiter. Und zwar, dann haben wir hier nämlich den nächsten Manga von Panini. Also wieder ein Deutscher. Arch Enemy and Hero. Oder auch genannt Mao Yusha. Das ist ein, ja, Politik, Querstrich, Wirtschafts Manga mit starken Fantasy-Einflüssen. Und der basiert auf einem Roman. Und der Roman hat auch eine Anime-Adaption bekommen. Und ich liebe den Anime. Ich liebe die Dame hier drauf, die Dämonenkönigin. Also Mao, wie sie halt da heißt. Und die Charaktere sind alle nach ihrer Klasse sozusagen benannt oder beziehungsweise nach ihrer Darstellung. Das heißt, wir haben den Helden, der heißt Yusha. Yusha heißt Held oder Hero. Und Mao ist halt die Dämonenkönigin, ne? Und dementsprechend heißt sie Mao. Und dann gibt's noch den weiblichen Ritter, der später dazu kommt. Die hat auch eben halt den Namen Ritter und lauter so Sachen, ne? Das ist sehr simpel gehalten. Aber alter Schwede, das ist so ein wirklich, wirklich tolles Werk. Das Character Design ist definitiv anders als im Anime oder in der Vorlage. Aber dadurch, dass es jetzt so viel Bände hat, ist es ganz geil, weil man da auf jeden Fall sich auf eine geile Reise freuen kann. Und zumal das auch so ein bisschen die Kategorie wieder ist, so von wegen hier, ach, sag es mir. Wer Spice and Wolf mag, finde ich,
immer wieder oder sage ich immer wieder, sollte sich auf jeden Fall mal Arch Enemy and Hero geben, weil auch hier wieder ist so wieder die Kategorie, es sieht nicht danach aus und viele würden jetzt sagen, ach, das ist hat ja schon fast hier so Isekai-Manga-Vibes oder sowas. Nee, also es wird sehr, also das wird einige Zeit über, wie gesagt, Wirtschaft gesprochen, über Politik, es geht um Kriege. Kriege werden geführt aus unterschiedlichen Gründen. Es wird aufgeführt, warum Kriege manchmal in Anführungsstrichen Sinn ergeben. Das ist auch ein harter Tobak, den man schlucken muss. Aber es ist nicht so, ja, wie gesagt, diese ganze Thematik mit Kriegen und den Ressourcenmangel und das eigene Volk und so weiter, das ist alles nicht so einfach, wie man das immer gerne so schwarz-weiß darstellt. Natürlich gibt es offensichtliche Tabus und es gibt auch Kriege, die haben keinen Grund. Da sagt man einfach nur, ich mag den anderen nicht, ich klopp den jetzt. Aber so Kriege aus Verzweiflung oder so. Und dann gibt es auch da drin noch die Rassenthematik, ne? Weil es gibt ja eben halt ne, Dämonenvolk, Drachenvolk, irgendwelche Animalenwesen. Dann gibt es halt auch die Menschen und die mögen sich manchmal nicht so. Und dann, ja. Aber ihr seht auch, ich finde, der Arzt, der wird halt auch, was die Cover angeht, sogar noch pro Band immer ein bisschen besser. Und das sind 18 Schmuckstücke hier von Panini. Ein Grund, warum ich Panini-Manga sehr mag. Weil die in der heutigen Zeit, zumindest bis jetzt, Daumen gedrückt, tolle Sachen immer mal wieder rausbringen, wo ich sage, ja, das ist cool. Das ist wirklich cool. Das hätte sich kein anderer Verlag geholt. Da gehe ich sehr fest von aus. Das ist kein Carlsen-Manga. Das ist auch kein Egmont-Manga. Wer hätte sich den holen sollen? Zu der Zeit, wo das rauskam. Das ist auch schon eine Weile her. Ja. Deswegen, ich will nichts hören. Panini ist doch scheiße. Nix. Panini ist gut. Jeder Verlag hat seine Vor- und Nachteile. Und das ist bei Panini auch nicht anders. Ich weigere mich anzusehen, dass Panini einfach der schlechteste Verlag ist. Das glaube ich einfach nicht. Weil, wie gesagt, Panini hat seine Vor- und Nachteile, die sehe ich auch. Aber genauso sehe ich das bei anderen Verlegen auch. Also ich sehe, für mich persönlich, also man kann drehen und wenden, was man will. Die Jüngeren, die zähle ich jetzt gar nicht dazu, weil die müssen erstmal noch Scheiße bauen. Die anderen haben zu Beginn auch alles versucht, am besten zu sein und ganz toll. Und dann irgendwann Entscheidungen getroffen. Ne? Deswegen sowas wie Manga Cult oder sowas, das zähle ich da noch gar nicht rein, weil die müssen erstmal noch ein paar Jahre auf dem Markt sein. Und dann kann immer noch sein, dass die komische Entscheidungen treffen. Aber bei dem Rest, die haben alle mal Mist gebaut. Die haben alle mal tolle Sachen gemacht. Die haben alle mal überraschende Sachen gemacht, die positiv waren. Ja, ich könnte es gar nicht sagen im Laufe der letzten 20 Jahre, oh, Carlsen war ja viel besser als Egmont. Nein, Carlsen hat auch viel Mist gemacht. Man spricht nur nicht mehr drüber, weil die Leute halt so Goldfisch-gedächtnismäßig, wenn das teilweise ein Jahr her ist, manche können sich nicht mal mehr dran erinnern, dass Travaganza der letzte Band fehlt oder sowas. Das sind so, wie gesagt, ne? Das sind ein paar Monate her oder vielleicht ein Jahr oder sowas und Leute wissen es schon nicht mehr oder ja, unterstützen den Verlag wieder, obwohl sie vorher noch gesagt haben, oh, ich boykottiere den, es ist halt einfach absurd. Es ist einfach absurd. Deswegen finde ich die Aussage, Verlag XY ist schlechter als, ja, das ist einfach eine Zeitansicht meiner Ansicht nach. Vielleicht in diesem Jahr, okay, aber im Gesamtpaket, na, die machen alle ihre Fehler. So, und jetzt haben wir einen recht alten Yen Press Manga. Der hört auf den Namen Welcome to Wakaba. So, da habe ich tatsächlich mal eine Review zu gemacht. Aber die ist, glaube ich, ziemlich alt auch, die Review im Vergleich. Das ist ein kleiner Slice of Life Manga, der in zwei Bänden abgeschlossen ist. Ihr seht, das ist ein sehr oldschooliges Art-Design auch von den Charakteren. Der macht nichts falsch. Der macht nichts Besonderes. Der ist so da und man nimmt ihn so. Warum habe ich den noch in der Sammlung? Ja, irgendwie, weil er halt einfach, also ich finde ihn leicht charmant, aber vor allem ist es einfach ein wirklich alter Yen Press Manga und den in der Sammlung zu haben, ist schon irgendwie ein bisschen cool, finde ich. Deswegen habe ich den. So,
Okay. Dann haben wir hier den One-Shot von Kazuya Minekura und er hört auf den Namen Stigma. Der hat so ein komisches Cover. Man hört es auch. Wenn man die Papiere. Das Papier ist ein bisschen komisch. Das erkennt man jetzt vielleicht nur semi, aber ihr seht es. Das ist so ein. Ja, ich weiß auch nicht, was das jetzt, warum sie es gemacht haben. Also es ist, macht jetzt den Manga jetzt hier irgendwie nicht wertiger. Das ist ein One-Shot-Manga von dem, ich glaube, also ich meine, also fast 100%, dass das der die Mangaka, glaube ich, müsste sogar sein, von Sayuki ist. Vom Arzt daher und von den Vibes innen drin. Sieht schon sehr danach aus. 100% bin ich mir aber nicht, aber es ist auf jeden Fall ein One-Shot und der kam bei Egmont raus und zwar wieder bei Egmont Adult. So. Dann haben wir ja einen Jiro Taniguchi-Manga, den ich hier habe und zwar Der geheime Garten von Nakano Broadway. Ja. Ja, es ist. Jiro Taniguchi, Carlsen, die haben irgendwas miteinander, glaube ich. Aber für mich ist es so. Ich komme da, fühle da irgendwie nicht so ganz rein. Das ist halt mehr so eine, wirklich so eine. So Geschichten in der Realität. Und die sind meistens nicht allzu beeindruckend und man kann da natürlich sehr philosophische Ansätze haben, aber ja, ich bin halt eher so der, also wenn ich was lese, lese ich gerne eher was Fantasievolleres als die Realität. Deswegen gehen die Manga bei mir immer so ein bisschen so nach. Natürlich gibt Ausnahmen, aber ja, ich kann mich an kaum noch was aus dem Manga erinnern, aber ich habe ihn gelesen, aber. Müsst vielleicht nochmal lesen, vielleicht wäre ich jetzt breiter, vielleicht würde mir das mehr gefallen. I don't know. Achso, und das ist ja auch geil, glaube ich. Du musst es, glaube ich, auch von links nach rechts lesen, ne? Ja, genau. Du musst diesen Manga von links nach rechts lesen, weil Carlsen natürlich ein Graphic Novel. Und Graphic Novel macht man natürlich nur für die Elite der Comicleser, diese Manga, diese japanischen Comics, keine Chance geben. Und die, da macht man, ja, da schleimt man sich dann bei denen ein und sagt, nee, das ist ja, also es ist zwar ein Comic aus Japan, aber den könnt auch ihr in Elite lesen. Damit es für euch nicht so schwer ist, weil das ist schon kompliziert von hinten nach vorne, von rechts nach links zu lesen. Da braucht man schon ein bisschen Talent für und wir wissen ja, ihr seid die Elite. Und deshalb, natürlich machen wir hier die Ausnahme, dass ihr von links nach rechts lest. Aber nur bei Graphic Novel. Ja, es ist so ein Bullshit. Das ist, finde ich, so ein Quatsch. Egal. Eine nächste Graphic Novel. Auch wieder das gleiche Prinzip, ne? Und zwar von Carlsen, Die letzte Reise der Schmetterlinge. Habe ich noch nicht gelesen. Aber Bock habe ich. Ich mag die Thematik mit Geisha ganz gerne. Falls das was damit zu tun hat. Sieht aber stark danach aus. Und ich mag den Artstyle ganz gerne. Ups, Entschuldigung. Ich mag den Artstyle ganz gerne. Also das könnte vielleicht was im Bereich des Realismus sein, wo mir es zusagt. Ein Manga, den ich auch damals ganz cool fand, war Peel von Mari Yamazaki. Da habe ich auch mal eine Review zu gemacht. Das ist ein, das ist so ein Alterskonflikt sozusagen, wo der alte Mann auf die junge mit der jungen Dame irgendwie immer wieder so ein bisschen aneinander bandelt, weil die junge Dame ist Großbritannien-Fan oder England-Fan, was auch immer. Und im Gegensatz zu den anderen japanischen Mädels tut sie sich die Haare rasieren. Und ist Punk-Fan und lauter so Sachen. Und wie gesagt, dann tun die immer wieder so ein bisschen anbandeln. Ja.
weil sie nicht ganz so in das Klischee, in die Klischeekiste passt. Ein ganz schöner Manga, der hat mir eigentlich damals ganz Spaß gemacht. Ja, aus der heutigen Zeit gesehen, Entschuldigung, würde ich sagen, heute ist es so ein Thema, also damals, wo das rauskam, war es ein erfrischendes Thema. Da war es auch irgendwie recht schön gemacht. Wenn man heute so einen Manga sieht und dann hat man irgendwie leicht andere Assoziationen, weil die Welt, was das Thema angeht, einfach ein bisschen schlimmer war. Der Manga halt, macht halt mehr oder minder im Grunde so, lass doch, ne? Lass die Leute machen, was sie wollen. Und in der heutigen Zeit assoziiert man aber, du musst die so akzeptieren und ba ba ba. Und das macht der Manga halt eben nicht. Der Manga ist recht leichtherzig und tut das Thema einfach wunderschön offenlegen und fertig. Da kommt keine Moralkeule oder sonst was, sondern der lässt dem Leser einfach offen, wie er es jetzt empfindet. Und nicht, wie er es zu empfinden haben muss, sollte tun. Das ist nicht der Fall. Deswegen kann ich den Manga eher empfehlen als so manch anderes, das vielleicht heute in dem Bereich rauskommt, weil das fühlt sich immer an, als würdest du, keine Ahnung, belehrt werden. Und ich finde das bei Unterhaltungsmedien absolut ätzend, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein Lehrvideo oder sonst was konsumiere. Also, das finde ich einfach furchtbar. Vor allem von so oben herab, ne? So dieses, na, 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 ich weiß das besser als du, also. Und das macht der Manga auf jeden Fall nicht. Also, der hier ist sehr, sehr empfehlenswert, was das angeht. Noch sehr, sehr schön entspannt. So, dann habe ich meinen absoluten Lieblingsmanga von Inio Asano, der sogar nur ein One-Shot ist, also in einem Band abgeschlossen. Und, jetzt passt auf, bei Schreiber und Leser rauskam. Schreiber und Leser ist ein Verlag, der hat mal eine Zeit lang tatsächlich Manga rausgebracht. Und zwar, beziehungsweise, ich glaube, hier und da macht das heute auch noch, aber es ist super selten. Und zwar unter dem Shodoku, das war wie so ein Sublabel für der Manga eben halt, weil die ja auch Comics bringen. Und zwar Sun Village. Ich glaube, den gibt es jetzt mittlerweile auch bei Tokyo Pop, aber ich habe halt die alte Fassung sozusagen. Und ich finde diesen Manga absolut fantastisch. Ich finde den so gut. Der hat so. Da dreht es sich mehr oder minder um ein Viertel oder einen Teil einer Stadt, um so ein Wohnhaus und die Geschichten, die da drin so abspielen oder beziehungsweise die damit irgendwie zu tun haben, mit Leuten, die dort le drin leben. Und es ist seltsam positiv für ein Inio Asano. Vielleicht hat mich deswegen das auch so abgeholt. Aber gleichzeitig hat das auch ein paar recht düstere Momente und auch ein paar. Also, sagen wir es mal so, da drin passieren Dinge, die sind in der Gesellschaft nicht in Ordnung. Aber es wird halt von Leuten gemacht, die eh schon durch sind mit der Gesellschaft. Und aus irgendeinem Grund akzeptiert man das für die Geschichte da eher. Also ich weiß nicht, wie ich das sonst formulieren soll. Aber ja, Sun Village von Inio Asano ist großartig. Das ist so ein toller Manga. Wie gesagt, viele sagen ja, Solanin sind ihre Lieblingsmanga oder hier Gute Nacht Punpun und so weiter. Alles legitim. Aber Sun Village hat so einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil das ist wieder so die Kategorie, wo ich merke, ah, das ist der Grund, warum ich Manga lese. Weil die so auf diese, so was heute ein großes Thema wäre, ne, wo man sagen würde, oh, dafür sollte man aber den Künstler mal canceln, weil das ist ja richtig seltsamer, krasser Shit. Oh, was, der hat bestimmt Leich im Keller, bla bla bla. Das sind diese Momente, wo ich froh bin, dass Mangaka sowas machen und nicht davor zurückschrecken und so nach einer Checkliste achten, dass sie ja irgendwie das so machen, dass es da keinen da irgendwie, keine Ahnung, anpisst oder sowas. Und deswegen mag ich Manga. Wird mir immer wieder bewusst, wenn ich dieses Cover sehe. So, weiter geht's. Kann ich das tragen? Oh Gott, warte, warte. Ich muss ein bisschen Live-Management machen. Warte mal, ich mach gleich das andere auch noch.
Alter Mann, jetzt habe ich mich verrenkt. Ja, ich glaube, das nächste Mal stehe ich einfach auf. Das ist, wenn man faul ist, kennt ihr das? Wenn man faul ist und man denkt sich, ah, ich stehe jetzt nicht auf, ich mache das jetzt so. Und dann denkt man sich, ah, das ist doch dumm, du bist doch kein Schlangenmensch, Alter. Wie dumm kann man denn sein? Aber ja, probiert's einfach mal, ne? So. Mach mal. Lass mich mal einen Schluck trinken. Ich habe jetzt hier eine Stunde hier geredet. Ja, ich muss auf jeden Fall. Ich muss wieder weitermachen. Ich muss wieder den Gang hochschalten. Sorry. Ich hab's wieder gewusst, dass ich bei irgendwelchen Manga, wo ich das Gefühl habe, ich muss mal ein bisschen wieder mehr zu sagen, dass ich mich da verrenne. So. Ich habe neulich eine Review gemacht zu einem Manga, wovon ich schon mal eine Review gemacht habe, um cool und edgy zu sein und mich darüber auszulassen, nur um dann jetzt mittlerweile festzustellen, dass der Manga eigentlich ganz okay ist. Der macht jetzt nichts besonders falsch und nichts besonders richtig. Und wenn man die Zeichnungen von Ujin mag, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und es ist ein kleiner Krimi mit edgy Elementen. Der hört auf den Namen Miss Marple. Liebe, Mord und Flitterwochen von Panini. In zwei Bänden abgeschlossen. Habe ich eine Review zu gemacht? Fanden okay? Das sind halt so die Sachen, wo du dann halt merkst, oh, guck mal, da wollte edgy sein, ne? So wie alle, ne? So wie hier, schaut nicht, auf keinen Fall, meidet diesen Manga, meidet diese Anime, oh mein Gott, die sind schon schlecht. Und, also, sind wir halt ehrlich, damals, als man solche Videos gesehen hat, hat man halt wirklich gedacht, dass die Leute so überreagieren bei dem Zeug. Aber in Wahrheit war das einfach nur immer Show. Das war einfach übergekünstelte Scheiße. Und als Kiddo hat man das halt geschluckt. Mittlerweile denkt man sich halt so, oh Gott, das ist so peinlich, diese Review. Ich habe sie natürlich trotzdem oben für Leute, die cringen wollen. Aber ich habe dann gesagt, ey, ich bin dem Manga es einfach schuldig. Weil wenn ich jetzt der Mangaka wäre und ich würde das sehen, nur mal als Beispiel, das weiß nicht, fände ich einfach nicht gut. Den Gedanken daran, dass das Video ist, das er von mir sieht. Ich meine, das könnte schon sein, aber ich kann zumindest dann Backup sagen und kann sagen, nee, ich habe eine andere Review gemacht. Ich war einfach damals jung und dumm und jetzt bin ich alt und geil. Und deswegen, ja. So, dann ein Mangaka, Yoshihiko Ochi, der hat ein paar schöne Zeichnungen. Aber auch eigenständige Zeichnungen, vor allem auch ältere. Und unter anderem hat er auch den Record of Lotus War Manga gemacht und so weiter. Und aus irgendeinem Grund Egmont damals gesagt, ey, weißt du was, dieses Spiel, Atelier, kennt ihr gar nicht. Aber wir bringen einen Manga dazu raus, und zwar zur Atelier-Reihe, zum Spielreihe Marie und Ellie. Wahrscheinlich Ellie. Das sieht so aus. Also ihr seht, das ist auf jeden Fall ein älterer Artstyle auf jeden Fall. Aber sehr charmant. Es ist, wenn du das Spiel nicht kennst, da fehlt dir wahrscheinlich hier und da ein bisschen die Info. Aber es geht. Man kann es so wirklich lesen und verstehen. Ich fand ihn damals ganz charmant. Wie gesagt, ist ein eigener Artstyle auf jeden Fall. Basiert auf einem japanischen Spiel, das wir nie hatten. Jo. Ist aber auf jeden Fall süß gezeichnet. Und kann man auf jeden Fall mal machen, wenn ihr den irgendwo findet. Why not? Jo. Ist halt kurios. So, oh, dieses Spiel, dieser Manga, der auf diesem Spiel basiert, das wir in Deutschland nicht haben. Lass uns dieses Spiel lizenzieren. Das haben sie nochmal gemacht. Bei dem anderen Review, die ich euch vorgestellt habe zu Legend of Mana, was ja ein PlayStation 1 Titel war, den wir nie bekommen haben. Aber wir haben den Manga bekommen aus irgendeinem Grund. Das sind komische Entscheidungen einfach. Naja. So. Oh, dann haben wir was ganz Interessantes. Das ist leider auch so eine Sache, die leider nur im englischsprachigen Bereich rauskam, und zwar bei Tokyopop im USA. Und zwar Sakai Isono. Den kennt ihr bestimmt, wenn ich euch Mirai Nikki ins Gesicht haue. Und der hat aber vorher
noch, also tatsächlich schon mal was Horror-eskes, sage ich mal, gezeichnet. Und zwar wirklich mit Horror-Thematik, also mit den so Urban Myths, so japanischen, ne? Und der hört auf den Namen Hanako and the Terror of Allegory und sieht so aus. Das ist ein wirklich toller Manga, den ich euch auch eines Tages mal richtig vorstellen möchte. Vielleicht mal in einer Horrorwoche oder so, vielleicht mache ich mal wieder eine, auch wenn ich war eine mal richtig beschissen ankam, aber könnte man auch mal eine Themenwoche draus machen wieder und dann den Manga mal euch zeigen. Es ist halt, ne, also man, es ist Sakae Esuno. Den muss man mögen, den Mangaka, aber wenn man ihn mag, so wie ich, ja, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Wie gesagt, keine Ahnung, der ist älter auf jeden Fall. Das erkennt man daran, dass da in dieses komische, dieses Genre-Ding, Symbol unten da ist. Das war auch eine Zeit lang irgendwie ein Ding bei Tokyo Pop, was sie dann auch irgendwie wieder weggemacht haben. So, aus der Ära stammt der Manga, englischsprachig, mittlerweile glaube ich recht selten. Aber für Esuno-Fans auf jeden Fall könnt ihr mal reingucken. Fand ich recht gut. Oh, sorry. Es waren vier Bände. Ich dachte gerade, ich dachte gerade, irgendwas fehlt doch gerade noch. Ja, es waren vier Bände. So. Okay. Jetzt. Okay. So, dann bleiben wir bei Horror. Ja, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Und zwar haben wir im deutschen Bereich bei Kaze gleich zwei Horror, ich meine Resident Evil beziehungsweise auf Japanisch Biohazard Manga bekommen. Was ich geil finde, weil quasi die Story ist von Capcom selbst geschrieben, was cool ist, weil die innerhalb dieser Lore und Timeline von quasi den ganzen Resident Evil Spielen bis zu Teil 6, genau, hier rein gehört. Und das ist ziemlich cool, weil ich die, naja, also weil ich die Lore einfach, ich mag die einfach. Klar ist die Resident Evil jetzt nicht deep und so, aber die ist schön connected, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und dann eben halt zu sehen, dass die da halt hier mehr rausbringen, ist cool. Das ist Resident Evil Heavenly Island. Da geht's auf so eine Insel, wo so ein paar Idols irgendwie hier Fotoshooting machen und so eine kleine Minigames und sowas für die Kamera. Und aus irgendeinem Grund ist auf dieser Insel dann eine große, auf einmal werden die Leute zu Zombies und ein riesiger Mutant läuft durch die Gegend und der Dude, der glaube ich ein Kameramann oder so ist, wird zum Held. Zum Zwangsheld, weil er sich in so ein Mädel verliebt und die beschützen will, gleichzeitig aber auch keinen Bock hat zu sterben. Und es gilt halt herauszufinden, warum auf dieser Insel auf einmal alle Zombies und Mutanten werden. Simple Prämisse natürlich, aber wie gesagt, das spielt auf jeden Fall in einen der Teile rein. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, weil das steht am Ende da und ist theoretisch ein Spoiler. Und genau das gleiche Prinzip haben wir hier auch wieder. Also das gleiche von Capcom gemacht. Ist auch gleicher Mangaka? Gleicher Mangaka ebenfalls. Und das ist das Werk, was zuvor rauskam. Da haben sie aus irgendeinem Grund nochmal so eine komische Box draus gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay. Also, ich mag den Manga, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Schuber dazu bräuchte. Aber Resident Evil, Mahava Desire. Da ist das gleiche. Abgelegener Ort, irgendwo im Wald. Da ist so eine große Uni. Oder so eine Schule halt, nur mit Mädels. Und auf einmal, ihr seht, sind es keine Mädels mehr, sondern Untote. Und der Boy und ein paar bekannte Gesichter aus Resident Evil sind am Start und schauen einfach mal, was da so abgeht. Es ist cool gezeichnet. Es hat Gore. Offensichtlich, weil Zombies und ne? Aber wie gesagt, wer halt Resident Evil mag, ich kann die auf jeden Fall empfehlen, weil ich muss sagen, also es ist jetzt eine persönliche Meinung, okay? Es ist jetzt eine persönliche Meinung. Ich mag den sechsten Teil, vielleicht nicht spielerisch, aber von der Idee
Und von der Umsetzung, wie das alles sich entwickelt und global wird, das Problem, finde ich eine super Idee. Ja, es ist over the top, aber ich mag es halt gerne auch japanisch, deswegen bin ich damit d'accord. Alles danach ist persönlich nicht mehr so mein Resident Evil. 7 und 8 fühlt sich nicht mehr so wie das Biohazard an, wie es mal war. Deswegen, aber ist mit vielen Franchises so. Und diese Manga, die fühlen sich eher wie Resident Evil Manga an. Weil Resident Evil war für mich immer schon ein Teil Trash. Und das kriegen die neuen Spiele nicht mehr hin. Weil die neuen Spiele versuchen, teilweise seriösen Horror zu machen und so weiter. Und ich finde, das passt da nicht rein. Also, natürlich kann man es machen, aber es ist für mich, ich brauche diesen. Ich brauche diesen Trash-Faktor, ne? Diesen B-Horror-Movie-Flair, wie die ersten Spiele es gehabt haben. Auch wenn da ein paar gruselige und schlimme Momente durchaus drin vorkommen in den Teilen. Aber es hat immer versucht, sich nicht ganz zu 100% ernst zu nehmen. Und die Manga sind da auch in der Richtung. Und deswegen finde ich die Manga besser. Aber, wie gesagt, ist eine Geschmackssache. So, dann haben wir von Egmont wieder ein Manga. Und zwar von Hideaki Fujii. Der hat was richtig Cooles gemacht. Und zwar, das ist auch so eine Adaption. Pass auf, ihr merkt da vielleicht so ein Muster. Das ist die Adaption von einem, ich weiß, ein Gameboy-Spiel? Auf jeden Fall von einem Videospiel, von einem JRPG. Von, wie heißt es nochmal? Von Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei ist eine Videospielreihe, da gehört zum Beispiel das bekannteste ist der Spin-off Persona, aber mittlerweile kennt man Shin Megami Tensei auch so. Die haben auch Zahlen hinten dran und lustig und so. Und dazu gibt es aber auch ein Spiel, das hört auf den Namen The Devil Children. Und da hat mich damals, das war in meiner Schulzeit noch, in der Realschule, habe ich dieses Cover gesehen und es hat mich so angelacht. Das war damals auch in der Manga Power drin. Oder Twister? Nee, Power. Power müsste es gewesen sein. Ja, Power. Und dadurch wurde es auch in Tankobons, also in Bandform rausgebracht. Und ich mochte den Manga sehr. Es ist so eine Mischung aus Abenteuer. Es ist ein bisschen mehr edgy. Also nicht edgy, sondern, ne? Es eckt ein bisschen an. Ne? Der Main Character, ihr seht, der ist auch so ein bisschen. Ja, weiß nicht, so ein bisschen psychopathischer unterwegs. So. Teils zumindestens. Hier ist er wieder ganz nett. Und ja, da geht's um. Da geht's ab in eine Fantasy-Welt. Die zwei hier, das sind die Main-Character, die bekommen irgendwelche lustigen Tiere als Support-Wesen sozusagen. Und ihre Freunde sind es dann. Und gleichzeitig gibt es da aber auch so ein Beast-Volk. Die mögen ein anderes Volk nicht. Da geht es dann um Rassismus unter anderem. Das ist ein großes Thema da drin. Aber auch um das große Böse, was da eigentlich den Grund für alles hat. Und da sterben Wesen und Menschen und alles. Also da wird auch der Tod passiert. Also es ist halt so ein Shin Megami Tensei im Moment, wo du sagst, ja, es ist halt für Kinder, aber es ist halt auch ein japanischer Manga und deswegen. Deswegen ist es auch irgendwie, ja, ist es für Kinder, aber eben halt für japanische Kinder. Und da hat man halt schon damals gesagt, ja, die halten ein bisschen mehr aus, da kann man ruhig mal jemanden töten. Bin ich manchmal fasziniert, dass wir das noch damals hinbekommen haben, dass das bei uns rauskam. Weil sonst sind sie da ja immer sehr, also gerade was Kinder angeht, da steht jetzt auch nicht Adult oder sowas. Nee, das ist ein ganz normaler, keine Ahnung. So, Kaze dürfte auch einer der ersten Kaze-Manga gewesen sein. Den habe ich mir auch irgendwann mal geholt, weil der einfach so herrlich spaßig aussieht. Das ist ein klassischer Fantasy-Shonen-Manga für mich, so vom Vibe her. Und ich mag den Artstyle einfach. Der erinnert mich wieder so an so Tage von damals, die mal besser waren. Magiko. Aber der ist, glaube ich, noch. Also der ist nicht so alt. Der ist nicht so Anfang 2000er mäßig, sondern der dürfte schon 2010er in Bereichen auf jeden Fall sein. Aber der hat halt diesen. Also guck den an. Das hat diesen oldschooligen Artstyle auf jeden Fall. Achso, ja, hinten steht nichts drauf. Da ist nichts. Das ist kein Bild oder so. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also man sieht schon auf jeden Fall, dass das ein Shonen ist. Fantasy, dass da gekämpft wird.
Das Cover zeige ich nicht. Ja. Magico. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber ich will es eines Tages mal lesen. Ich habe es mir deswegen geholt, weil ihr wisst ja, wie es ist. Wenn ein Manga mal eine längere Zeit lang draußen ist, dann kannst du dich entscheiden, jetzt oder nie. Holst du dir das Ding jetzt in den Bulk und hortest es und liest es irgendwann? Oder denkst du, ah nee, da warte ich noch, weil ich werde es ja jetzt eh nicht lesen. Und wartest dann und irgendwann realisierst du wieder, ach ja, stimmt, den wollte ich ja mal lesen. Ah, der Hans-Peter auf eBay will 500 € für 8 Bände. Alles klar. Ja, sowas in der Richtung dann. Nee, auf sowas habe ich keinen Bock. Auf etwas, das ich Bock habe oder hatte. Auf die Tatsache, dass Egmont dann gefühlt 100.000 Jahre damit verbracht hat, die Bände rauszubringen, obwohl die schon Jahre zuvor fertig waren, was absurd war. Also so lange, wie dieser Manga gebraucht hat, rauszukommen, habe ich schon lange nicht mehr. Also ich habe schon teilweise die Hoffnung aufgegeben. Die haben dann aber wirklich den letzten Band rausgebracht und danach quasi, glaube ich, instant haben die Lizenz rausgehauen, also weggemacht und haben gesagt, so, jetzt wird auch nichts mehr nachgedruckt, fertig aus. Wenn die Bände weg sind, sind sie weg. Das war richtig krass. Und deswegen haben das wahrscheinlich auch nicht allzu viele von euch, aber hier, Igai, The Play Dead Alive von Tsukasa Saimura ist einer der kreativsten Zombie-Manga da draußen mit einer sehr geilen Prämisse, weil hier drin werden gefühlt nach einer gewissen Zeit, also Menschen zu Zombies. Also stell dir vor, die sind in der Schule und auf einmal drehen alle durch und werden Zombies und du schlachtest die halt ab, beziehungsweise kämpfst gegen die und bringst manche vielleicht um oder sowas aus Notwehr. Und dann vergeht eine gewisse Zeit und die werden wieder normal. Und sind wieder Menschen. Und die Leute, die diese anderen Zombies getötet haben indirekt dadurch andere Menschen umgebracht. Ha, das ist mal übel. Und stell dir mal vor, deine Freundin oder dein Schwarm, in den du verliebt bist und die ganze Zeit schützen willst, die ist auch ab und zu ein Zombie und manchmal nicht. Ja, das ist geil. Das ist einfach nur ein geiles Prinzip. Das ist so ein geiles Zombie-Thema. Also so ein geiles Zombie-Thema. Es ist so eine geile Idee. Und davon haben wir. Guck mal, allein dieses Cover ist so Hammer. Ach, so ein gutes Cover. So von der Stimmung her. Ja. Hab damals mal ein Angeblätter dazu gemacht, wo sogar der Mangaka selbst drauf aufmerksam wurde, was ich sehr cool fand. Und dadurch habe ich ihn dann auch. Ist er ein bisschen ein größerer Teil meiner X-Twitter-Bubble geworden. Der Mangaka. Saimura ist nämlich cooler Dude. Absolut. Absolut ein netter Typ. Und er zeichnet halt, er hat sich halt zur Aufgabe gemacht, Zombies und Dämonenkram zu zeichnen. Da geht er auf. Das liebt er. Er liebt halt auch Zombie-Filme ohne alles, über alles und hat sich da quasi drauf geschworen. Und das sind alle 9 Bände von Igai. Ja. Gott. Hätte ich das gewusst, dass das alles so unglaublich lange dauert. Warte mal. Ja, es wird ein Zweiteiler. Und das ist nur, ach Gott, es werden sehr viele Teile kommen. Warte mal, warte mal. So. Musste das ja irgendwo hinstellen, sonst hätte das nicht funktioniert. So, Endstation, die Endphase. Hallo, mein Darling. Okay, bin wieder da. Dann habe ich eine Review zugemacht. Ein Manga von Osamu Tezuka, ein Horror, aber auch eher Psychological Manga namens Bomba. Osamu Tezuka, brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen, ne? Der Gott der Manga hat hier ein Horror-Manga gemacht mit einem Pferd. Ich fand ihn sehr gut. Also überraschend gut. Und vor allem halt die Idee dahinter ist halt Wahnsinn. Das Krasse ist bei diesem Manga ist, dass man erkennt es vielleicht, dass es unglaublich schlecht geschnitten war.
Und ich weiß nicht, ob das generell so war oder ob das einfach nur, also die Seiten sind unterschiedlich lang. Das ist beim Lesen enorm ätzend. Da hat Kodansha USA einfach Scheiße gebaut, aber ja, ich hoffe, das ist bei den anderen besser. Aber trotzdem habe ich den Manga hier und er ist gut. Und da habe ich, wie gesagt, eine Review zu gemacht. War nice. So. Ich bin mir unsicher, ob ich eine Review zu gemacht habe, aber ich habe es auf jeden Fall gelesen. Und zwar Kyu Hayashida, die kennt ihr bestimmt, die Mangaka. Denn die hat so Sachen gemacht wie aktuell Die Dark oder Dorohedoro oder wie ist, oder heißt es nur Dorohedoro? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und die hat aber zu einem Spiel, was ursprünglich gezeichnet, also das Character Design, pass auf, jetzt kommen hier die Insider-Infos, das Spiel, worauf das basiert, nee, doch, worauf dieser Manga hier basiert, das Originalspiel, hat eigentlich ursprünglich das Character Design von dem Character Designer von der Shin Megami Tensei und Persona-Reihe. Okay? Und der Manga hat eben halt sich für Kyu Hayashida entschieden und hört auf den Namen Maken X. Es ist so, es das da drin hier, da drin gibt es absolut, also ihr kennt, wenn ihr den Artstyle von ihr kennt, kennt ihr ihn. Und da gibt es absolut geile Bilder. Es passieren absolut abstruse und geile Kämpfe. Und ich feiere den Manga wirklich sehr. Ich würde aber nicht so weit gehen und sagen, dass der jetzt besonders gut im Sinne von Story ist, weil ich habe nichts verstanden. Ich habe wirklich, ich hab grob verstanden, aber ich weiß, dass ich es damals gelesen habe und dachte mir, okay, eindeutig, wenn man das Spiel nicht kennt. Das ist ein PlayStation 2-Titel, der kam nur in Japan raus. Vielleicht den noch in den USA, vielleicht bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und ja, deswegen kannte ich den nicht. Und Arzai ist natürlich cool, keine Frage. Panini, wieder mal Panini. Richtig geil, aber ja, wie gesagt, sonst kann ich nichts zu sagen. Bin auch unsicher, ob ich jemals was dazu gesagt habe. So, dann haben wir hier einen weiteren Manga, der ist schon ein bisschen älter, deswegen ist der böse Gilb da auch langsam ein bisschen auch auf dem Cover, was ich sehr interessant finde. Das ist selten der Fall. Und zwar ein Horrormanga, der in drei Bänden abgeschlossen ist, auch wieder von Egmont und auch wieder ein sehr cooler Horrormanga mit so Geister und so. Und zwar hört er auf den Namen Mail, einfach nur Mail. Der hat diesen Cover-Look, was ich sehr geil finde. Wie gesagt, da geht es um den Geisterjäger. Ich habe zwei Reviews, glaube ich, auf dem Kanal schon dazu gemacht. Einmal eine alte, wo ich auf dem Balkon hock, im Dunkeln, und dachte, oh mein Gott, das ist bestimmt gruselig. Ist nicht gruselig, das war absolut dämlich. Und das andere, glaube ich, da habe ich ein Kurzreview, glaube ich, zugemacht. Die kann ich, glaube ich, noch empfehlen. Auch wenn es halt ein Standbild, aber das kann man auf jeden Fall empfehlen. So. Dann gehen wir in den englischsprachigen Bereich mit Yen Press. Und da presse ich euch mal ein S ins Gesicht. Und zwar, Though You May Burn to Ash. Dieses Cover hat mich angesprochen. Ich weiß, ihr könnt euch vielleicht denken, warum. Ich soll es vielleicht nicht zu lange in die Kamera halten. Und der Manga hat aber ein Problem. Aber kein künstlich erzeugtes. Der Manga, der hat mich ein bisschen demotiviert, sage ich's mal. Ich habe den gelesen und als hätte ich's, oder beziehungsweise als hätte ich den besten Zeitpunkt dafür ausgesucht, habe ich irgendwann dann beim Lesen, als ich mich ein bisschen erkundigt habe über den Mangaka, mitgekriegt, warum dieser Manga nur sechs Bände hat und abgebrochen wurde. Das ist leider so die Kategorie, der Mangaka ist, ich weiß nicht mehr woran, aber leider nicht mehr auf diesem Erdplaneten. Und deswegen ging der Manga nicht weiter, logischerweise. Und deswegen gibt es auch nur bei Yen Press diese sechs Bände. Und das ist dementsprechend auch eine offene Geschichte. Gibt es eigentlich noch irgendein.
Nee. Genau, es endet mit so einer. Genau, am 2. Februar 2019 ist er von uns gegangen. Ja, und deswegen ging es nicht weiter. Deswegen ist das so eine bittersüße Manga-Reihe. Ich will die aber trotzdem natürlich eines Tages mal noch fertig lesen, aber das war einfach so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, das macht es jetzt irgendwie. Da muss man halt beim Lesen ständig dran denken, wenn das in der gleichen Zeit gefühlt passiert. Und dann kann man verstehen, oder? Wenn man dann sagt, ah, vielleicht warte ich da mal ein paar Jahre. Irgendwie so. Ja, schade. Aber ja, so ist es halt. So, kann jedem Manga passieren, Mangaka passieren, ne? Das sind auch nur Menschen. So, dann haben wir Tokyo Pop. Und zwar der. Moment, ich muss wohl kurz. Der deutsche Bereich, okay, genau. Das ist auch so ein Manga, der kam und ging. Und niemand hat drüber gesprochen. Aber er hört auf den Namen Purgatory Survival. Und den habe ich auch hier. Den habe ich noch nicht gelesen. Aber den fand ich visuell eigentlich ganz interessant. Ist scheinbar auch wieder so eine Art Death Game oder sowas. Sieht auf jeden Fall ein bisschen blutig aus. Und das fand ich, das ist auch ein ziemlich geiles Cover. Ich habe keine Ahnung, was der Mangaka mir hier sagen will. Aber ich finde das so cool. Das ist so ein interessantes Cover. Und ja, der Manga ist in 6 Bänden abgeschlossen. Also diesmal wirklich. Und ja. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Hier ist es jemand anders. Aber ich habe irgendwie bei beiden so die ähnliche Vibes aus irgendeinem Grund, aber es ist wahrscheinlich falsch. Liegt meistens daran, wahrscheinlich, weil die nebeneinander liegen, bei mir sie immer im Schrank sind. So, dann haben wir im Schnelldurchlauf One-Shots von Kaori Yuki, ne, die kennt man unter anderem von Angel Sanctuary. Die hat Einzelbände gemacht mit Kurzgeschichten bzw. eigenen Geschichten. Ich glaube, das hier dürften alles, ja, das sind einzelne Geschichten und zwar Cruel Fairy Tales. Nee, aber ich glaube, das ist genau. Nee, das ist doch eins. Genau. Cruel Fairy Tales. Das kam damals bei Carlsen raus. Ich denke, von dem Ganzen werden wir irgendwann nochmal so eine Re-Version sehen mit Hardcover und so Quatsch. Aber brauche ich alles nicht. Ich habe die Taschenbücher. Ich liebe Taschenbücher. Dann haben wir kein Endorphins zwischen Leben und Tod. Und Crabble Kingdom. Das sind noch die alten klassischen Carlsen. Also, eigentlich ist es so das klassische Best-of-Banzai-Design. Aber es war nie in der Banzai, deswegen fehlt es. Aber hat ein bisschen die Vibes. Ja, das sind One-Shots von der Mangaka. Ganz ehrlich, noch keins davon gelesen. Ich weiß, ich bin schlimm. Aber, wie gesagt, ich habe es in der Sammlung. Ich kann es eines Tages tun. So, dann etwas, wo ich mich auch ein bisschen drum drücke, weil ich nicht so gute Leseerfahrungen mit Death Note hatte. Zum einen, weil Death Note unnötig sich in die Länge gezogen hat, was der Manga zum Glück mit 3 Bänden jetzt nicht macht. Aber auch wurde mir in Death Note einfach zu viel unnötiges Zeug gelabert, was mich dann irgendwann sehr, sehr, sehr genervt hat. Und hier haben wir einen Manga, der versucht so ein bisschen, also ne, das ist der gleiche Zeichner, Takeshi Obata. Beim Text bin ich mir jetzt unsicher, ob es der gleiche ist, weil das habe ich nie drauf geachtet. Aber egal. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen. Es ist eine Grundschule. Und in dieser Grundschule wird halt. Werden Schüler vor Gericht gestellt. Also vors Schülergericht sozusagen. Wenn jemand irgendwas geklaut hat oder sowas. Und das hat so ein bisschen Ace Attorney, Phoenix Wright Vibes. Auch so von der Art, wie es gezeichnet ist. Ist aber natürlich halt vom Death Note Zeichner. Sind 3 Bänden abgeschlossen. Ich denke, das ist ein ganz unterhaltsamer Manga. Da bin ich ehrlich. Ich denke, das ist ein unterhaltsamer Manga. Das ist eine interessante Prämisse. Kann man aber natürlich nicht ewig fortführen. So, dann sind wir wieder im Bereich Yen Press, im englischsprachigen Bereich. Da haben wir nämlich einen Manga, der kam. Das ist noch gar nicht so lange her. 1, 2 Jahre oder so raus. Auch der kam einfach auch still und heimlich raus und war wieder weg.
Und ich glaube, mittlerweile ist es auch wieder schwierig, da an die Bände zu bekommen. Und das war, wie gesagt, recht kurze Zeit. Der Manga ist in 3 Bänden abgeschlossen und hat eine blonde Dame auf dem Cover. Und das reicht für mich meistens, um zu sagen, oh, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und der Manga hört auf den Namen Bestia. Hestia ist Bestia. Nee, in dem Fall nicht. In dem Fall ist es nur Bestia. Und das hat mir gefallen. Und manchmal muss es, ist halt so ein Coverkauf. Und dann sagt man sich, ja gut, der Manga hat nur 3 Bände. Dann versuche ich die irgendwie aufzutreiben und das habe ich geschafft. Und deswegen habe ich jetzt diese 3 Bände hier. Ich mag das Cover vor allem hier sehr gerne. Ja. Das wird jetzt wahrscheinlich nichts sein, was die Welt bewegt, aber ich glaube, es ist ganz unterhaltsam. Deswegen habe ich es mir auch gegönnt. So, dann habe ich ja mal keine Anime-Review zu Kill No Friends gemacht. Und war eigentlich sehr positiv überrascht und ich mochte es, war ganz süß und so weiter, ne? War von dem Character Designer von Sergeant Rock und so weiter. Hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und dann habe ich mitgekriegt, oh, guck mal, es gibt sogar auf Deutsch ein Spin-Off-Manga oder sowas, wie man es nennen mag, von Kimo No Friends bei Tokyopop. Und er ist in 2 Bänden abgeschlossen und da habe ich gesagt, okay, Deal, mach ich. Und dann habe ich mir den geholt, habe ihn gelesen, habe mir gedacht, ja, das ist Kimo No Friends. Man lernt ein bisschen was über Tiere. Ist süß. Eine Review erspare ich euch, weil ich habe über den Anime gesprochen. Der Manga ist jetzt nicht besser als der Anime in keinster Form. Der hat auch wenig damit zu tun. Das ist so sein eigenes Ding, wie gesagt, aber das ist süß. Punkt. Mehr kann man wirklich nicht dazu sagen. Das würde ich jetzt. So. Oh, dann haben wir etwas. Das war ein Überraschungskandidat. Der war von Seven Seas. Und das ist ein Manga, da habe ich eine Review schon zu gemacht. Das ist in einem Band abgeschlossen, der Manga. Der hört auf den Namen Devilish Darlings Portal Fantasy. Und auch wenn der jetzt diese Dämonendamen hier auf dem Cover, wenn das jetzt alles sehr reizvoll für euch aussieht und ihr denkt, ach, das ist hier wieder so ein klassischer Edgy-Manga und bababa. Dieser Manga ist einer der, ja, schönsten, ruhigsten, goldigsten Manga, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Da sind so schöne, süße Momente. Ja klar, die Mädels sehen hier und da auch mal ab und zu nice aus. Aber die meiste Zeit gibt es da drin recht, ja, harmloses Zeug. Den Leuten geht's gut. Es gibt Orc-Babys. Die sind das einer der niedlichsten Momente, die du in diesem Manga jemals sehen wirst. Es hat mein Herz erwärmt, dieser Manga. Und ich dachte, ich habe den Manga jetzt hier gekauft, weil ich dachte, hier gibt's jetzt ein bisschen was für die Augen, ne? So wie das Cover suggeriert. Aber ich bin dann rausgegangen als aus dem Manga und dachte mir, ach, mein Herz ist gerade ein bisschen wärmer geworden. Super schön. Super, super schön. Sehr, sehr zu empfehlen. So, dann unser nächster Manga-Montag. Irgendwann. Und zwar Cross-Account. Den habe ich ja geschenkt bekommen, mehr oder minder. Und beziehungsweise habe es dann, also wir haben den geschenkt bekommen, also Flo und ich. Und hab dann gesagt, Flo, weißt du was? Behalt's. Ich hab das nämlich schon hier. Und wir machen irgendwann einen Manga-Montag dazu. Weil, ne? Bietet sich ja an. Und zwar ist es ein Manga, der kam bei Carlson Manga raus. Und hört auf den Namen Cross Account. Ja, das ist ein, ich weiß, als der rauskam, als im Internet, ne, Leute ein bisschen drüber geredet haben, meinten die halt so, oh, das ist halt wirklich so 0815 langweiliger Romance-Manga einfach, ne? Das ist ein bisschen Comedy-Rom-Com-Manga. Der macht nichts Besonderes, der Main-Character ist recht generisch und langweilig und ja. Aber der kam hier raus. 4 Bände abgeschlossen. Ich habe reingeguckt, dachte mir, oh, ich denke, der wird mir gefallen. Ich denke, der wird nichts Bahnbrechendes sein, aber ich denke, da kann man auf jeden Fall 4 Episoden vom Manga Montag draus machen. Das sehe ich auf jeden Fall. Und zu guter Letzt für diesen Teil haben wir zum einen BlackRock Shooter The Game
beim Egmont-Manga. Das hier ist BlackRock Shooter, ist so eine Franchise. Da wird viel draus gemacht und es ist nie das gleiche Universum oder der gleiche Ansatz, weshalb es cool ist, sondern es hat immer irgendeinen anderen, eine andere Grundidee oder eine Basis. Und hier in dem Fall basiert es auf dem, ich glaube, PSP-Spiel, glaube ich. Und da geht es darum, dass Aliens bekämpft werden, sozusagen, von BlackRock Shooter und Konsorten. Also da geht es in erster Linie so ein bisschen so Science-Fiction-mäßig, kann man fast sagen. Die Menschen gegen die Außerirdischen. Und das ist ein Ansatz, den finde ich okay. Aber ich mag den psychologischen Ansatz viel mehr, weshalb auch der BlackRock Shooter Anime, also die OVA sowie die TV-Serie, zu meinen absoluten Lieblingsanime of all time gehören. Weil ich mag die psychologische Komponente da viel mehr oder den Gedanken, dass quasi deine sozialen Erlebnisse und deine Gefühlswelt quasi in einer anderen Welt in Charaktere und andere Welten existieren quasi, die die widerspiegeln und je nachdem, wie dein Gefühlsstatus ist, passiert in dieser Welt irgendwas und in der anderen Parallelwelt von den anderen Menschen, mit denen du interagierst, passiert auch was und die können übergreifen, wenn man miteinander zu tun hat. Ich finde es so ein geiles Konzept einfach. Aber, und jetzt kommt es, es gibt noch ein anderes geiles Konzept und zwar dieser Manga hier. Das ist ein Dreibänder, wieder von BlackRock Shooter, der hört auf den Namen Innocent Soul, kam bei Egmont raus. Hat einen coolen Artstyle, weil der oder die Mangaka Sanami Suzuki hat sich schon ein bisschen, wie man hier sieht, stärker an Hugh, dem Originalkünstler von BlackRock Shooter, orientiert. Und dementsprechend sieht es halt richtig Bombe aus, finde ich. Also das geht schon sehr in seine Richtung. Hat immer noch so einen eigenen Style, aber man merkt schon ein bisschen, dass es eher so in seine Richtung geht, was ich sehr cool finde. Und hier geht es tatsächlich nicht um den Anime und auch nicht um Aliens, sondern da sind es mehr Kurzgeschichten, die aber auch sehr emotional sind und halt in so einer anderen Welt spielen. Da gibt es gerade am Anfang gibt's so eine Geschichte mit so einer älteren Dame, die hat mir das Herz zerrissen. Und damit fing es schon an sozusagen. Ist ein toller Manga. Ich will den eines Tages nochmal lesen, weil ich sehr viel vergessen habe, weil er auch schon sehr lange her ist, dass ich den gelesen habe, aber yo, das ist dumm. Also wenn ihr den Anime und so weiter mochtet und ihr sagt, oh, ich hätte gerne noch was von BlackRock Shooter, wo richtig Qualität dahinter steckt, Innocent Soul ist ein toller Manga. Der ist richtig gut. Und wenn ihr allgemein was über BlackRock Shooter erfahren wollt, dann schaut oder gebt gerne mal BlackRock Shooter bei der Maison Manga ein. Denn ich habe nicht nur über den Anime gesprochen, sondern auch generell über das Thema. Also über die Grundbasis, weil ich BlackRock Shooter sehr, sehr faszinierend finde. Das ist ein interessantes Projekt. So, und was auch ein interessantes Projekt ist, ist das hier, nämlich die Manga-Kollektion. Und die ist jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe hier noch einen ganzen... Oh. Da. Eieiei. Ja, das... Das kommt auch eines Tages, aber nicht mehr jetzt und auch jetzt nicht mehr danach, weil ich heute Abend noch einen Podcast aufnehme und ich habe gelernt, ich darf nicht so viel reden am Tag und deswegen mache ich jetzt Schluss. Ja? So, ich habe gesagt, so 2 Stunden sind mein Maximum und alles andere danach ist giftig. Mein Hals macht das nicht mehr mit, aus irgendeinem Grund, den habe ich zu sehr überstrapaziert. Und dementsprechend mache ich da ein bisschen low. Aber ich hoffe, mein Einsatz und das, was ihr heute bisher so mitnehmen konntet, hat euch gefallen. Vielleicht hat es den einen oder die einen oder andere motiviert, da vielleicht sich doch mal was anzugucken. Und ja, wie gesagt, gebt mir ein bisschen Zeit mit dem Format. Das wird immer mal wieder so auftauchen, aber ich werde da jetzt mir kein Timelimit setzen oder sowas, sondern werde das gemächlich machen und ein bisschen mehr auf meine Stimme achten, in der Hinsicht generell für die Zukunft. Das heißt, da könnte auch hier und da weniger Content kommen, damit ich meine Stimmbänder nicht so komplett töte. So. Weil meine Ohren sind schon schlimm genug.
Der Hals soll bitte noch eine Weile halten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ich bin euer René von der Mesa Manga. Ich danke euch fürs Zuschauen und Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich bin raus und ich sage wieder einmal bis dahin und ciao. Bye bye. Und tschüss.